Frisch ans Werk. Fertig. Gekonnt ist gekonnt, ne? Kurz mit der Haarnadel reingestochen und das Ding ist offen. Oh, was war das für Munition gerade? Mist. Ich bin mal wieder viel zu schnell mit aufnehmen. Karabiner. Karabiner. Was machst du denn da? Ist da was? Ist doch gar nichts. Da oben ist was. Warum hast du nicht da hochgeguckt? Dass ich mich verwirren will. Weib, verwirr mich nicht. Was ist, wenn uns jemand hier findet? Dann sagen wir, wir suchen nur die Toiletten. Und das klappt? Normalerweise nicht. Ja. Karabiner. Ich bin mal gespannt, wie so ein Karabiner denn aussieht hier. Oh, das ist ein dicker Safe. Jetzt sind wir erstmal die Infusion hier. Wie gesagt, ich habe Gesundheit genommen, deshalb haben wir jetzt auch 3 rote Punkte. Und wenn ich jetzt noch einmal Gesundheit nehmen würde, würde jetzt der Methan Leuchtende sozusagen als 4. dazukommen. Da ich aber eben das schon genommen habe, nehmen wir jetzt mal Schildinfusion. Wir könnten natürlich auch mal Salze nehmen, so langsam. So langsam aber sicher. Hm. Nehmen wir denn? Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Schreib's doch mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Ah, ich nehm Schild. Ich fühle mich schon besser. Ich eh so ein kleiner Tollpatsch bin und in jede Kugel reinrennen. Glaube ich, ist so ein Schild ganz gut. Ich würde trotzdem noch interessieren, ob ein Schild genauso viel aushält wie sozusagen Leben. Sprich, wenn ich eine Kugel abbekomme, ob genauso viel Schild weggezogen wird wie Gesundheit, wenn ich halt kein Schild mehr an hätte. Ist das Voxophon? Was? Ich bin doch schon hier. Verwirrt mich wieder. J ist immer noch ganz komisch. Die Zeit im Comstock Haus war erträglich. Die Arbeit war natürlich hart, aber erträglich. Bettzeug ausringen, Böden schrubben. Lady Comstock ließ sogar ab und zu mal ein freundliches Wort fallen. Fast hätte ich gedacht, ich habe einen Platz in der Welt dieser Leute. Gott erschafft dumme Mädchen, damit er was zu spielen hat. Bin ich jetzt... Schmeiß ich da die Pistole weg? Drücke Zoom für mehr Präzision. Ist klar. Das sieht schon irgendwie cool aus. Jetzt habe ich aber keine Pistole mehr. Ich könnte natürlich die Dings hier wegschmeißen. Was sind das eigentlich? Maschinengewehr. Nicht auf mich richten, das Ding. Hallo? Ganz ruhig. Ich habe auf den Boden geguckt. 8,46. Können wir nicht mehr mitnehmen? Ich weiß nicht, ob das Ding cool ist. Also, ne? Okay, Einzelschuss schon mal gut. Ist halt vergleichbar wie die Pistole. Ich glaube, den können wir die mal ablegen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir das habe ich gerade nicht gewusst. Dass wir halt nur 2 Waffen mitnehmen können. Bisschen doof. Ich hätte jetzt gerne auch noch das Maschinengewehr gehabt. Aber ich habe gerade auf... Oh, voll im Laberfleisch hier. Auf 5 Lockpicks. Ich habe nur 3. Was mache ich denn jetzt? Verdammt. Kacke. Ich habe gerade rausgefunden, wie ich mein Teufelskuss wieder nehmen kann. Und zwar auf 1, 2, 3. Okay, hier ist 1, das ist 2, das ist 3. 2, 3, 1. Okay, die bleiben gleich. Das heißt, 1 ist hier Beherrschung? Ich glaube, Beherrschung hieß. Hieß es, genau. Beherrschung hieß es. 8 Schuss wie eine Pistole. Oder? Ne, 12 hat auch eine Pistole. Na egal. Und 2 ist Teufelskuss und 3 sind die Rahmen. Das heißt, wir nehmen 2 und 3. Hallo? Okay, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier war doch gerade irgendwas, könnte ich. Ach da. Ne, ist halt sehr voll. Was? Magazinvergrößerung? Was ist das denn? Erhöht die Magazingröße der Pistole um 50%.
Für das Maschinengewehr erhöht Maschinengewehrschaden um 25%. Kostet 236 und 275. Das ist natürlich cool. Was haben wir denn jetzt eigentlich? Maschinengewehr und Pistole. Hä? Habe ich Pistole nicht abgelegt? Alter! 12 Minuten erstmal hier nur rumgepimmelt. Dann kann ich das jetzt. Da, Maschinengewehr. Schmeißt du die Pistole raus. So, jetzt haben wir hier so Dauerfeuerding und ne? Nee. Ach, die Pistole hat 12. Das heißt, wir nehmen den Karabiner mit. Ach, der hat das natürlich. Krasser Unterschied an Munition. Naja, Pistole werden wir hoffentlich wiederfinden irgendwann mal. Jetzt werden wir erstmal den Karabiner hier ein bisschen austesten. Und weil wir das Maschinengewehr noch dabei haben, kaufen wir uns auch direkt mal so einen Maschinengewehr-Boost. Schadensboost für das Maschinengewehr. 25% mehr Schaden. Mit Maschinengewehrschaden um 25%. Ja. Könnte ich. Komm, wir haben 1600. Ich weiß nicht, wie teuer die anderen noch sind. Ach, mitgenommen. Eingepackt. Im Normalfall würde ich das nicht machen. Aber wir sind hier im Let's Play. Wir greifen in die Vollen. Her damit. So, jetzt gucken wir noch. Ne, da kommen wir her. Da hinten waren wir schon. Ich hoffe, ich habe nicht wieder irgendwas vergessen. Ne, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. So. Versuchen Sie es aufzudrücken. Drücken. Ist hier noch? Waren wir schon. Hauruck! Hauruck! Oh, er spielt ja so stark. Jockey, wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ja. Klingt nach einer neuen Kraft. Oh, hier gibt's Salze. Kostenlos? Dauerhaft? Immer wieder? Nee, einmalig. Oder? Scheint so. Elizabeth? Da ist sie. Die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Stehlen kann Konsequenzen haben? Was? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? Umsehen. An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Natürlich. Zum Beispiel ein Kinetoskop, was sehr, sehr nützlich ist. Daumen hoch. Ist mal Enter zu drücken. Kann man hier eigentlich irgendwas mit der machen? Was, wo guckst du denn hin? Da, ja, schön. Schön, schön, schön. Unsere eiskalte kolumbische Eiscreme ist ein kulinarisches Wunder. Ja, da hinten spricht. Kosten Sie selbst? Stehen. Was Sie von dir wollen sein? Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Definitiv nicht. Oxophon. Und als ich nach Washington kam, waren dort wenige im Kongress, die meine Vision von Columbia teilten.
Es ist aber Last und Aufgabe des Propheten, die Schlechten zum Guten zu bekehren. Denn was bin ich, wenn nicht ein Spiegel, der das Antlitz Gottes reflektiert? Hot Dogs! Heiße Hot Dogs! Wir haben Dogs für Boys, Dogs für Girls und für alles dazwischen. Heiß, brandheiß, hier gibt's Hot Dogs. Was gibt man kleinen Patrioten? Was ist patriotischer als ein Hot Dog? Holt euch Hot Dogs, holt euch Hot Dogs, hier. Wer sind Sie, Mr. DeWitt? So eine Art... Ich bin Freiberufler. Für die Pinkertons gearbeitet und so. Nichts, was man in seinen Lebenslauf schreibt. Pinkertons? Wurden die nicht engagiert, um die Dinge zu regeln, als die Arbeiter in Streik traten? Regeln. Ja, so kann man es auch nennen. Schön, die... Zynius, das ist doch hier das Ding, genau. Ich hab schon den Namen vergessen. Und hier, ist hier wieder was zum Schießen? Was, wer riecht, spricht? Da. Zuckerwatte, eine Wolke süßer Köstlichkeit. Ich will eigentlich wissen, was... Mr. DeWitt, gibt es eine Frau in Ihrem Leben? Es gab mal eine. Sie starb. Wie? Bei einer Geburt. Oh. Sie haben ein Kind? Nein. Zuckerwatte, Zuckerwatte, hier bei mir! Natürlich Kacke. Alter. Was ist das Gewehr verkehrt rum? Keine Ahnung, hat der Kerl. Keine Ahnung. Ich will diese Registrierkasse ausrauben und gucken, was passiert. Ernsthaft? Ich würde gerne speichern, aber speichern ist ja nicht so einfach. Das speichert nämlich automatisch, leider. So, was haben wir denn hier? Munition. Ach ja, komm, lass mal. Maschinengewehr, Schrotfinde, Pistole, das ist alles voll. Eigentlich weiß nicht voll, das ist der Karabiner, kostet 8 Dollar. Nehmen wir mal, einmal. Zweimal ist gut. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Wo müssen wir denn eigentlich hin, Elisabeth? Dahinter müssen wir. Gut, dann gehen wir erstmal hier hoch. Aha. Seid ihr voll? Geil, Essen geht immer. Was kannst du mir hier? Beherrschung, Krähen, Hilfe, Teufelskuss, Hilfe. Warte mal, was ist denn Hilfe? Vielleicht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, der Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. Kennen wir doch, oder? Wirkt das die Opfer von Killerkrähen zu Ach, das sind so Art Upgrades. Vielleicht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen, wenn die Fähigkeit abklingt. Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden hinzu. Ah. Okay, gut, dann heißt das... Unser Geld ist doch nicht so viel wert, weil wir doch dann einiges kaufen können. Aber wenn schon wieder schon ist, das war cool, das nehmen wir erstmal. 50. Hallo? Jetzt. Verleiht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. 1200. Fick mein Cluster, ne? Schade eigentlich. Geht ja weiter. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Jo. Nichts Neues. Drücke Maustaste, Maschinen oder Menschen. Ja, können wir auch schon. Hier, gut aufheben. Jawohl, her mit dem Geld. Zack. Danke dir. Oh, gleich wieder shoppen. Nee, Spaß. Oh, da hätten wir eine Kiste. Die leer war. Es lohnt sich doch halt echt mal in jede Ecke, um hier reinzugucken. Oh, hier steht was. Wo standst du denn jetzt? Oh,
Was? Ach. Was machst du? Geh weg. Sie verfolgt mich. Hier ist ja noch so ein Typ. Kopfautomat. Gesundheit, seltsame, Variabilen. Machen wir nicht gerade? Nee. Wie gesagt, ich will ja ganz viel erkunden. Deshalb gehen wir nicht dahin, wo der Pfeil hinzeigt. Sondern nehmen erstmal die Silver Eagle und die Gesundheit. Obwohl wir schon verlangen. Tschüss, genau, tschüss. Typ. Sir, spendieren Sie der kleinen Lady was Süßes. Natürlich, komm her. Jetzt gönnen Sie sich mal was Besonderes. Zuckerwatte, hier bei mir. Ne, nicht. Ich würde ja gerne, aber. Geht halt nicht. Doof. Ach komm, scheiß auf die Registrierkasse. Erstmal. Da müssen wir hin. Geht's hier hinten noch? Oh, hier wollen wir glaube ich noch nicht.